willkommen zum Mindstyle Talk, liebe Eleonora Giorgi. Ein wunderschöner Name. Danke, haben meine Eltern gut ausgesucht. Sehr gut, definitiv. Ja, es ist sehr schön, dich hier beim Mindstyle Talk im Interview zu haben und natürlich auch hier als Speakerin auf dem Mindstyle Festival. Ich bin schon sehr, freue mich schon sehr auf deinen Beitrag. Wenn der Körper weiß, was die Seele denkt, das klingt auf jeden Fall, macht mich sehr, sehr neugierig. Und vielleicht magst du einfach mal, Eleonora, selber kurz beschreiben, für welches Thema du als Expertin heute hier bist. Ja, sehr gerne. Heute ist ja der Gesundheitstag und letzten Endes fällt auch mein Thema genau unter dem Thema Gesundheit, aber eben unter dem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, wobei es wirklich um diese Wechselwirkung Seele-Körper geht. Also wie arbeiten diese zwei eigentlich zusammen und wie äußert sich eben der Körper, wenn die Seele gerade eigentlich was anderes möchte, was anderes fühlt, was anderes braucht als das, was wir im Alltag eigentlich leben. Ja, sehr spannend. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ja, also ich beschäftige mich tatsächlich schon seit meinem 15. Lebensjahr mit Persönlichkeitsentwicklung, wusste auch schon damals, ich werde irgendwann mal einen Job machen, der in den Bereich geht, wusste jetzt nicht, dass es Coaching irgendwann mal sein wird. Und bin aber eben seit 2022 auch, also in dem Bereich komplett selbstständig, habe mich aber davor immer wieder in diese Bereiche auch eingefunden. Und 2020 hatte ich tatsächlich das erste Mal selbst psychosomatische Beschwerden. Das heißt, ich bin mit diesem Thema selbst in Kontakt gekommen und habe dann eben diese ganze Welt des körperlich-seelischen, emotionalen Zusammenhangs am eigenen Leibe quasi erfahren und erlebt. Und das hat mir zusätzlich zu diesem klassischen Weg der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem ich mich ja schon Jahre beschäftigt habe, eine ganz andere Welt eröffnet und hat natürlich auch meine Arbeit dann im Werden immer mehr geprägt, weshalb ich jetzt auch meine Kunden, meine Coaches in genau dieser Ganzheitlichkeit auch begleiten kann. Und wenn natürlich der Körper schon irgendetwas sagt, weiß ich, das ist jetzt vielleicht halt nicht nur die Erkältung, die sich jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal zeigt, sondern eben etwas, was ein bisschen tiefer liegt. Und da können wir eben zusammen schauen. Wie würdest du deinen Job einem Sechstklässler erklären? Einem Sechstklässler. Also, da hat man ja wahrscheinlich auch Schulkameraden oder Freunde. Und es ist natürlich wichtig, dass man gut miteinander kann, wenn man eine gute Freundschaft haben kann, so, oder haben möchte. Das heißt, man lädt sich vielleicht manchmal ein zum Fußballspielen, man schaut zusammen einen Film, also man verbringt gute Zeit zusammen und pflegt diese Beziehung miteinander. Und es ist natürlich ein Austausch. Ja? Mal lädst du den Freund ein, mal lädt der Freund dich ein. Und so ist es eben auch in diesem Zusammenhang zwischen Körper und Seele. Die zwei interagieren immer zusammen. Und wenn ich möchte, dass diese zwei eine gute Beziehung zueinander haben, eine gute Freundschaft, dann muss ich immer schauen, dass die in einer guten Balance sind. Ich hoffe, ein Sechstklässler hat er mich verstanden. Also ich habe auf jeden Fall nochmal sehr gut verstanden. Das macht es sehr, sehr greifbar. Danke für das schöne Beispiel. Eleonora, wie empowerst du dich selbst? Wie kommst du in deine beste Kraft? Das erste Wort, was mir kam, ist Akzeptanz, tatsächlich. Also das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit und schwingt auch in dem Thema, was ich heute mitgebracht habe, mit. Herausforderungen kommen ja immer. Also zu sagen, ich möchte jetzt nur ein Leben, was irgendwie die ganze Zeit nur gut läuft, also scheinbar nur gut läuft, ist nicht real und auch nicht realistisch und ich glaube auch gar nicht erstrebenswert, sondern vielmehr geht es darum, zu erkennen, dass in jedem Augenblick, in allem, was uns letzten Endes passiert, immer eine Chance und ein Potenzial steckt, was Schönes daraus zu machen. Und das ist das, woran ich mich immer wieder erinnere, weil ich sage immer, glücklich zu sein, wenn alles läuft, ist leicht. Aber wie sehr kann ich auch glücklich sein, wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft? Und mit diesem Blickwinkel versuche ich auch, die herausfordernden Momente einfach mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit in dem Sinne zu nehmen oder mit einer gewissen Offenheit zu nehmen, weil ich weiß und das Vertrauen auch pflege, dass es immer für mich passiert. Geschützt und geführt, sehr schön. Ja. Dieses Urvertrauen, das dürfen
alle haben und dürfen noch viele lernen. Deswegen ist deine Arbeit natürlich sehr, sehr wertvoll. Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, das Glücklichsein. Was bedeutet Glück für dich persönlich? Mhm. Glück ist für mich im Einklang zu sein mit dem, was mir das Leben bietet. Also letzten Endes, ich sage es immer so, wenn wir jetzt bei dem Thema Beziehung bleiben, du führst eine Beziehung mit dem Leben, ja, mit dem, was dir das Leben schenkt. Und wenn ich das erkenne und das auch lebe und eben auch zulasse, dass das Leben mir vielleicht die und die Situation, die und die Menschen, die und die Herausforderungen, aber auch die wunderschönen, leichten Momente schenkt, dann kann ich Glück empfinden. Schön. Davon darf es viele Momente in deinem Leben noch geben. Danke. Stell dir vor, wir haben ein großes Banner und das hängen wir an einem Flugzeug und das Flugzeug fliegt über ganz Österreich, über die ganze Welt und da drauf darf dein Spruch, dein Motto stehen, sodass die ganze Welt es sehen kann. Was schreibst du drauf? Mein Motto ist: Dein Normal ist dein Besonders. Mhm. Schön, ja. Schön, sehr schön. Das geht in die Richtung Einzigartigkeit und auch diese, ja, Akzeptanz. Genau. Ja, und auch das, meine Mentorin hat das damals echt schön auf den Punkt gebracht, da muss ich sie leider jetzt zitieren, das Unaufgeregte wieder besonders wahrnehmen zu können und auch besonders zu spüren, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir immer nach dem Mehr streben. So, es muss noch einer oben drauf gesetzt werden und ne, einer geht noch und der nächste Reiz. Also auch natürlich Marketing, Social Media, das lebt davon, Reize zu setzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber ich glaube, das Besonderste an einem Menschen ist das, was eben ganz natürlich fällt, ganz leicht von der Hand fällt und eben nicht dieses Laute und Reizvolle und Überladene braucht, sondern genau das, was für mich so normal ist, dass es natürlich ist, das ist das, was mich eigentlich besonders macht. Und damit ist man dann natürlich auch ganz authentisch, authentisch auf, genau, der Bühne oder authentisch in der Sichtbarkeit und authentisch im Miteinander mit den Menschen, ja, und wird auch entsprechend wahrgenommen im Sinne von wahrhaftig. Ja, ja. Sehr schön. Genau. Du hast sehr früh auch schon dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Was würdest du jemand mitgeben, der entweder jung ist oder noch ganz am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung steht, noch gar nicht so viel vielleicht bewusst weiß oder tut. Was würdest du diesen Menschen als Hinweis fürs Leben gerne mitgeben? Mhm. Ausprobieren, tatsächlich. Also ich finde mich selbst heraus, ich finde meine Persönlichkeit, meine Identität heraus, immer über Identifikation und Abgrenzung. Das heißt, je mehr Erfahrungen ich mache, auf desto mehr Sachen ich mich einlasse, desto mehr Dinge ich ausprobiere, die vielleicht jetzt auch eben im ersten Moment, ja, so scheinen, als würden sie nicht so zu mir passen, desto mehr Fläche schaffe ich mir, um herauszufinden, was ich gut finde oder was ich nicht gut finde, was ich mag, was ich nicht mag, wer ich bin, wer ich nicht bin. Und so bildet sich auch oder zeigt sich die Persönlichkeit mit den Erfahrungen. Und ich habe es selber auch schon sehr früh gemacht und deswegen liebe ich das auch wirklich schon 15-plus-Jährigen auch, teilweise auch an Schulen tatsächlich zu vermitteln, sich einfach auszuprobieren und auch keine Angst davor zu haben. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal etwas macht, wo man im Nachgang sagt, na, mache ich jetzt nicht wieder, weil das hat mir jetzt nicht gefallen oder das hat mir auch nicht so gut getan. So, und ne, alles im Rahmen, das möchte ich jetzt auch an der Stelle sagen. Also es gibt schon Dinge, die man vielleicht jetzt mit Bedacht ausprobieren sollte oder eben halt auch wirklich nicht ausprobieren sollte. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt mal in dem Rahmen des Legalen, sich da einfach viel, viel mehr zu trauen, sich auf Dinge einzulassen, auf Neues einzulassen. Sehr schön. Finde ich großartig, wenn du da auch den Menschen einfach diesen Mut gibst, sich selbst zu erfahren und selbst zu erkennen und ja, und das eigene wirklich herauszufinden und darin den eigenen Schatz zu erkennen. Und ja, hat ja dann auch wieder sehr viel mit Selbstliebe und Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung zu tun. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Eleonora, für dieses wundervolle Interview. Danke, dass du hier bist auf meiner roten Couch. Und ja, jetzt wünsche ich dir heute einen ganz mega erfolgreichen Tag hier auf unserem Meisterfestival und natürlich nachher ein tosendes Publikum auf deiner Bühne. Dankeschön. Herzlichen Dank.